Ja, jetzt ist das Spülprogramm abgebrochen, es sitzt ein Wasser und jetzt wird ja das System gefüllt, also das Wasser läuft hier raus über den Wärmetauscher und dann in der Abbruchschale und jetzt versucht die Maschine nochmal zu spülen und das funktioniert. Okay. Naja, und da kommen ein paar Tropfen Wasser und da knackt ja auch schon im Getriebe. Und das Gerät ist gar nicht so alt. Ja, wurde aber nicht hier bemängelt, das Problem mit der Entlüftung sind, sondern da ist eine Bonne reingefallen, aber hier kommt die Pulver rein, ist nicht so schlimm. Ja, ich mache jetzt mal einen Kaffee oder lasse einfach hier so programmiert, wie es ist. Wird ja weniger Pulver durchgehen. Aber ist nicht weiter schlimm, da die kleine Pilze in der Mitte fällt. So, da quietscht er schon wieder das Ventil dort. Irgendwie, ja, nicht irgendwie zu schnell, aber weiß ich nicht. Okay, also hier kommt schon Wasser durch. Das mit der Ventile habe ich schon mal erklärt. Das ist nicht normal nötig hier. Aber ich möchte sehen, ob jetzt Dampf. Ja, die Dampfportion, ich kann das abbrechen hier. Und dann machen wir ein Cappuccino, angeblich soll nicht funktionieren. Ja, ich habe hier nur Wasser mit ein bisschen Spülmittel, ein Tröpfchen. Und das ist so was ähnliches, kann man testen, gut damit. Okay, machen wir einfach Cappuccino. Die Einstellung ist so. Und jetzt erhitzt er, also die Temperatur der Durchlauferhitze wird erhöht. Dann kommt erstmal, öffnet hier das Ventil und lässt das Restwasser raus und baut ja Druck auf. Und dann öffnet das Ventil los. Ja, also das stoppt zwar nicht. Die Temperatur ist schon relativ hoch, dann öffnet wieder das Ventil, das hat das Dampfventil hier raus. Dann lässt der Dampf raus über den Wärmetauscher hier aus Kunststoff und dann macht er Kaffee. Aber gut, jetzt müsste ich mal mit echter Milch probieren, weil normalerweise müsste ein bisschen Schaum entstehen. Kann sein, dass hier der Cappuccinatore einfach fehlerhaft ist. Also Dampfportion ist okay. Oder der Druck ist nicht ausreichend. Könnte sein, dass der Ventil hier nicht mehr richtig öffnet, beziehungsweise verkalkt oder ja, defekt ist. Sage ich mal kurz defekt. Defekt ist er nicht, er funktioniert aber nicht so richtig, wie er sein sollte. Und ja, ich musste mir jetzt einen Cappuccinatore, das sieht ja sauber aus hier. Ich habe nicht nur eine Hand, aber ja, wurde schon richtig gereinigt. So, ja, richtig sauber. Also vermutlich wird der hier das Ventil. Ja, aber bevor ich ja weiter hier rumspekulieren, ja, dann würde ich alles wieder zusammenbauen. Und dann hole ich mir ja, Milch. Und dann probiere ich nochmal mit der Milch. So, und jetzt mit 3,5% Milch. Ist auch kalt. Und wieder hier Cappuccino. Also hier öffnet schon das Ventil. Entlüftungsventil hier. Ein Wärmetauscher, Restwasser aus der Heizung rausgelassen. Durch Expansion, das wird ja hier heiß. Jetzt auch nochmal kurz geöffnet, Wasserdampf raus und dann öffnet das Ventil hier. Über den Schlauch kommt der Dampf raus. Jetzt hat er geöffnet. Ja, läuft irgendwas raus hier. Aber das sieht schlecht aus. Also das ist das Gas und kein Schaum hier. Hm.
ist auf keinen Fall so wie Temperatur, kann man vielleicht schnell sehen. Ist auch relativ kühl, aber das ist nur, ja, das ist schnell gelaufen. Nicht genug verbrannt, aber um die 50 Grad sollte ich nur ein bisschen. Ja, jetzt eine kleine Portion Kaffee dazu. Knackende Geräusche von der Brühgruppe. Und das Quietschen von dem Ventil. Und hier zieht auch kein. Ja, das kann man nicht unbedingt hier. Man kann das Ventil vielleicht zerlegen und irgendwas machen, aber ich werde den grundsätzlich erneuern. Da komme ich nicht vorbei. Wenn bei minimalem Druckverlust, dann passiert nun mal sowas. Und es wird nicht richtig funktionieren. Ja, werde auf jeden Fall den Cappuccinatore hier vielleicht auch mit erneuern, damit ich sicher bin, dass der nächste Gerät nicht mehr hier kommt. Und dann schauen wir nach, was passiert. Also muss ich mir jetzt mal die Teile bestellen hier, einsetzen und dann müsste gehen. Was anderes ist nicht, die Temperatur wird von der Elektronik hier bestimmt, also im Dampf. Bereich, da ist es nichts, das ist alles in Ordnung. Ja, Wasserdampf ist vorhanden. Entweder hier ist das System leicht geschnurrt, ist zu wenig Druck, deswegen schiebt er mir zu schnell raus. Möglicherweise, ne? Was anderes bleibt nicht übrig. Ansonsten ist die Maschine in Ordnung. Okay, das war's dann. Es kann natürlich ein oder anderes sein, aber hier hat man gesehen, wie das System funktioniert: Entlüftungsventil. Dampfventil und über den Schlauch kommt der Dampf raus, geht nach vorne. Ja, bei Verstopfungen und so weiter gehe ich hier kurz mit so einer kleinen dünnen Trittchen. Ja, also nicht zu tief stechen, nicht kaputt machen, sondern nur die Öffnung einfällen, falls irgendwie verkalkt ist oder irgendwelche Ablagerungen, aber hier ist alles frei. Okay. Ja, und hier lasse ich mal kurz, ja, die Anleitung hier, also Explosionsdarstellung, damit man sehen kann, wie das Gerät von innen aussieht. Ja, hier die verschiedenen Typen. Ja, die viele Bauteile. Man kann sehen, also die Cappuccinatore ist hier als Position 257 als komplette Bauteil angegeben und dann ist irgendwann mal das Fluidsystem, genau, und das sind die Ventile, ne? Also 325, ne? Oder das 326, komplette Einheit. Ups, wo zeige ich hier denn? Das sind die Ventile hier, ne? Okay, ja, also mehr gibt es ja nicht zu sagen. Wie man sieht, ist ja einfach wie bei alle anderen Saikos auch. Ja, gleich der Moldio sozusagen, auch so mit dem silbernen Auslassventil hier. Flowmeter, Pumpe, Durchlaufheizer, die Thermostaten hier. Und ja, dann die Schläuche zur Ventile, die je nachdem angesteuert werden.